Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch etwas über ein geniales pflanzliches Superfood erzählen, welches ihr noch bis in den November hinein draußen in der Natur kostenlos sammeln könnt. Es gibt wohl keine Wildpflanze, die ich so oft erwähnt oder vorgestellt habe in den letzten Jahren wie die Brennnessel. Allerdings soll es heute nicht um das wertvolle Blattgrün der Brennnessel gehen, sondern heute liegt der Fokus bei den Brennnesselsamen. Bevor wir uns näher mit den Brennnesselsamen befassen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Brennnessel mit zu unseren stärksten heimischen Heilpflanzen zählen. Sie wirken unter anderem blutreinigend, entschlackend, entgiftend und harntreibend und können verschiedene gesundheitliche Leiden harmonisieren, wie zum Beispiel Rheuma, Ekzem, Durchblutungsstörung, Haarausfall und weitere. In diesem Video möchte ich euch einiges zu den Inhaltsstoffen von den Brennnesselsamen erzählen, die Wirkungsweise der Brennnesselsamen, wie ihr die Brennnesselsamen sammeln und verwenden könnt. Die Brennnesselsamen enthalten bis zu 30% Eiweiß, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Zudem enthalten die Brennnesselsamen Linolsäure und Linolensäure. Zu den Angaben von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen findet man verschiedene Angaben. Die Brennnesselsamen sollen zum Beispiel Vitamin A, C und E enthalten, auch einige B-Vitamine und an Mineralstoffen und Spurenelementen, zum Beispiel Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium und Zink. Dem Brennnesselsamen wird eine stärkende Wirkung nachgesagt. Zum Beispiel können sie nach schweren Krankheiten den Körper bei der Regeneration unterstützen. Auch bei Müdigkeit und Erschöpfung können sie eingesetzt werden. Als traditionelles Naturheilmittel wirken die Brennnesselsamen bei Rheuma, Gicht und Arthritis. Allerdings gibt es dazu keine eindeutigen wissenschaftlichen Nachweise. 2013 wurde eine interessante Studie zur antibakteriellen Wirkung von Brennnesselsamen veröffentlicht. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Samen diverse krankheitserregende Bakterien bekämpfen können. Wenn ihr euch für die Studie interessiert, ich verlinke sie unter diesem Video bzw. findet ihr die Studie im ersten angepinnten Kommentar. Den Samen wird auch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Dazu hat auch der Wolf-Dieter Stohl in seinem Buch Heilkräuter und Zauberpflanzen etwas Interessantes geschrieben. Ich kann euch dieses Buch auch sehr empfehlen. Ich verlinke es euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. In diesem Buch spricht oder schreibt Wolf-Dieter Stohl unter anderem über die Brennnessel, den Beifuß, den Gundermann, den Geißfuß, den Wegerich, den Ackerschachtelhalm, über das Gänseblümchen, die Vogelniere und den Löwenzahn. Ich lese euch mal vor, was der Wolf-Dieter Stohl dazu schreibt. In mittelalterlichen Klöstern, wo es unter den Bettstellen nur so von Buhlteufeln wimmelte, unterlagen Brennnesselsamen einem strikten Verbot. Schon die Ärzte der Antike hatten verkündet, dass der Brennnesselsamen feurig in der Liebe mache und die Wehen der Geburt lindere. Dioskorides, der griechische Feldarzt im Dienst der römischen Kaiser Claudius und Nero, bemerkt, dass Nesselsamen in Wein getrunken macht ein Begier zur Unkeuschheit und öffnet die verstopfte Gebärmutter. Otto Brunfels, einer der Väter der Botanik, fügt hinzu, der Same in süßem Wein getrunken, reize zur Unkeuschheit und tut auf die Macht, die Scheide. Etliche andere, wenn sie wollen, eheliche Werk betreiben, essen sie den Samen mit Zwiebeln und Eidottern und Pfeffer. In abgelegenen Winkeln des Schwabenlandes gibt es noch heute Kräuterfrauen, die den Samen der Neseele als fruchtbarkeitsfördernd ansehen. Sie sammeln die Samen im Feuermonat August, wenn sich der Mond in einem Feuerzeichen Schütze, Widder, Löwe befindet. Im Emmental sammelt man im Augustmond Nesselsamen gegen Wassersucht. Tatsächlich bewirken die Samen eine deutlich spürbare Kräftigung der Konstitution. Brennnesselsamen sind eine Schatztruhe wertvollster, konzentrierter Mineralien, Vitamine und Phytohormone. Sie regen die Körperfunktionen an, helfen bei chronischer Müdigkeit und Leistungsschwäche und fördern bei stillenden Müttern die Milchbildung. Als immunstärkendes Mittel sind die Brennnesselsamen wahrscheinlich dem teuren, aus Korea importierten Ginseng ebenbürtig. Mit den Samen kann man nach Belieben Suppen würzen oder zur Stärkung einen Teelöffel pro Tag kauen.
Jetzt möchte ich euch einiges zum Sammeln von Brennnesselsamen mitgeben. Es gibt männliche und weibliche Brennnesseln. Für das Sammeln von Blattgrün hat das keine Relevanz, aber für das Sammeln der Samen. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr die weiblichen und die männlichen Brennnesselpflanzen voneinander unterscheiden könnt. Bei den weiblichen Pflanzen hängen die Brennnesselsamen nach unten, so in kleinen Büschen, und sind grün oder bräunlich. Die Samen der männlichen Brennnessel dagegen sind etwas heller und sie stehen horizontal vom Stängel ab. Und wenn ihr die Brennnesselsamen wegen ihrer Wirkung zu euch nehmen möchtet, dann werden die weiblichen Samenstränge empfohlen und verwendet. Die Samen der weiblichen Brennnesselpflanze sind aktuell noch grün. Viele verfärben sich mittlerweile auch bräunlich und das soll auch gut so sein, denn die bräunlich gefärbten Samen sollen deutlich mehr Nährstoffe enthalten. Ihr könnt aber auch die grünen Samen sammeln. Ihr könnt die Brennnesselsamen noch bis in den November hinein sammeln. Also jetzt ist die perfekte Zeit, noch im September, Oktober, die kostbaren Samen für den Winter als Vorrat zu sammeln. Die reifen braunen Samen schmecken übrigens etwas nussiger als die grünen Samen. Kommen wir nun konkret zum Sammeln der Brennnesselsamen. Die Hartgesottenen unter euch, die auch das Brennnesselblattgrün ernten, denen die Nesselhaare nicht so viel ausmachen, die können die Brennnesselsamen auch mit der Hand ernten, also die Samenstränge. Und dafür haltet ihr einfach eine Papiertüte, einen Stoffbeutel oder irgendein Gefäß unter die Pflanze, unmittelbar unter die Samenstränge und streift die einfach so ab. Es kann sein, dass sich zwischen diesen Samensträngen auch noch Nesselhaare befinden. Und für diejenigen unter euch, die da ein bisschen empfindlich sind, da eignet sich Gartenschere oder eine Schere dazu, um die Samenstränge abzuschneiden, oder ihr verwendet einfach Handschuhe und streift dann mit den Handschuhen die Samenstränge in ein Gefäß oder in eine Tüte. Sammelt am besten an sonnigen bzw. trockenen Tagen, so müsst ihr keine Schimmelbildung in den Samen befürchten. Die Samen könnt ihr dann zu Hause trocknen, entweder breitet ihr die Samen auf Zeitungspapier aus. Ich habe zum Beispiel eine große Anzuchtschale für mein Mikrogrün und habe die da ausgebreitet und habe die ca. 3-4 Tage trocknen lassen. Die getrockneten Samen könnt ihr entweder vom Stiel lösen und in einem geschlossenen Gefäß aufbewahren oder ihr bewahrt die Samen am Stiel in einem geschlossenen Gefäß auf. Dazu eignet sich eine Büchse, die ihr luftdicht abschließen könnt, oder ein großes Glas. Wie können die getrockneten Brennnesselsamen verwendet werden? Also die Brennnesselsamen haben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Ihr könnt erstmal die Brennnesselsamen pur kauen, so wie es der Wolf-Dieter Stohl auch empfohlen hat, einfach einen Teelöffel jeden Tag gründlich kauen. Ihr könnt mit den Brennnesselsamen zum Beispiel auch Müslis verfeinern. Ihr könnt damit auch Brot backen, also eine kleine Menge mit in ein Brot geben. Ihr könnt diese Samen pulverisieren und mit ein bisschen Salz noch mixen, so habt ihr ein Brennnesselsalz. Ihr könnt mit den Samen zum Beispiel auch Salate und Gemüsepfannen verfeinern. Hier auf meinem Kanal gibt es auch ein Rezept für marinierte Champignons. Das werde ich euch oben in den Infokarten verlinken. Diesem Rezept habe ich auch immer gern Brennnesselsamen hinzugegeben. Ich möchte euch mit diesem Video inspirieren, noch in den nächsten Wochen raus in die Natur zu gehen und diese wertvollen Brennnesselsamen kostenlos in der Natur zu sammeln. Hier bei uns wächst die Brennnessel meistens in großen Mengen und ich schätze, jeder von euch kennt irgendwo einen Ort, wo es reichlich Brennnesselpflanzen gibt. Achtet bitte darauf, nicht direkt an einer vielbefahrenen Straße oder generell an einer Straße zu sammeln, wo regelmäßig Autos fahren. Für diejenigen unter euch, die nicht zum Sammeln von Brennnesselsamen kommen oder tatsächlich keinen Ort kennen, wo sie sammeln können, ihr könnt Brennnesselsamen auch im Internet online kaufen. Ich werde euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar ein Produkt verlinken. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet einiges Inspirierendes aus diesem Video mitnehmen. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.